So, wie versprochen, ein kurzes Vergleichsvideo von dem Bremer Klang, dem wunderschön designten Bremer Klang Brown Fuzz. Kann man wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussprechen, übrigens schön in der Form. Mit dem Original Brown Dog von Chunk Systems. Genau, ich schieße den Loop mal los. Die Einstellungen sind gleich. Darauf einmal kurz doch mal hingewiesen. Dirt Level. Also Fuzzanteil, Clean Level, Cleananteil, beide auf 12 Uhr. Das Gate ist in beiden Fällen auf Hard. Das gefällt mir besser. Drive habe ich voll geboostet, sodass man so eine, das steht hier drauf, so eine Synthi-Welle bekommt. Und dann habe ich das Gate auf 3 Viertel in beiden Fällen. So, der Loop geht mal los. Brown Dog steht am Anfang. Gleich kommt noch so ein kleiner Groove dazu hier. Man hört praktisch keinen Unterschied. Ich nehme mal Drive ein bisschen zurück in beiden Fällen. Jetzt möchte ich das Ganze nochmal, wie diejenigen, die es schon mal gesehen haben, kennt, nochmal durch ein OC2 jagen. Das hier ist ein OC2, ja, ein OC2-Erweiterung von Joris. Da ist eine OC2-Platine drin. Mit dem Schalter hier kann ich Clean-Signal rein- und rausziehen. Dann hat er noch eine Filtererweiterung drin, die jetzt aber keine Rolle spielt. So, jetzt bei der grünen Lampe, so ist der Clean. Ich kann das hier mal kurz zeigen. Jetzt ist er deaktiviert und kein Clean-Signal drin. Jetzt Clean-Signal. Und jetzt kommt der Brown Dog erstmal dazu. Viel dazu. Ich mache das Ganze auch noch mal ganz kurz ohne Drum Loop, damit man die Ähnlichkeit besser wahrnimmt. Also mein Eindruck ist, hier ist ein ganz bisschen mehr Höhenanteil. Beide reagieren extrem gut auf aktive Bässe. Also da kann man auch gerne einen Booster vorschalten, dann werden die noch ein bisschen glatter, haben weniger Artefakte. Beide verhalten sich so. Insgesamt hat der minimal mehr Höhenanteile und ja, das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Ansonsten unterscheiden sie sich eigentlich gar nicht. Das heißt, es ist ein extrem gelungener Klon. Jetzt einmal nochmal ohne Drum Loop. Einmal Soft Gate. Kommt ein bisschen mehr durch. Auch
gar keiner. Und dann nochmal zurück in die favorisierte Einstellung zum Abschluss ganz kurz. Also wie man hört, ein sehr gut arbeitendes Gate. So, also nochmal, um es nochmal zu wiederholen, das ist ja bei Fuzzes nicht trivial, reagiert extrem gut auf einen aktiven Bass. Ich würde fast sagen, besser als auf einen passiven Bass. Gut, viel Spaß damit. Mal gucken, was ihr sagt.